Vielen Dank. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, natürlich sind Sie happy, denn endlich wissen Sie, was das Jugendwort des Jahres geworden ist. Und zwar der Ausdruck, läuft bei dir. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Ist das Jugendwort des Jahres. Läuft bei dir, einfach so. Keine Frage, sondern einfach als Aussage. Läuft bei dir. Ja? Ein Ausdruck, den Jürgen Klopp lange nicht mehr gehört hat. Läuft bei dir. Läuft bei dir, kann man fast überall einsetzen, oder? Wenn man Erfolg hat, ja, kann man dem sagen, ja, läuft bei dir. Ne? Kann man auch, oder wenn was voll krass ist, läuft bei dir. Ja? Oder wenn einer Durchfall hat, läuft bei dir. Ja? Kann man überall einsetzen, läuft bei dir. Läuft bei dir. Läuft bei dir, ne? Ja. Läuft bei dir. Oder auch wenn man Zuhälter ist, ne? Und sieht irgendeine Frau, läuft bei dir? So, ja, das Jugendwort des Jahres. Wer bestimmt das eigentlich, das Jugendwort des Jahres? Wer macht das? Wer ist der Babbo da, der sagt hier, das ist das Jugendwort des Jahres, läuft bei dir? Muss man noch rausfinden, oder? Ich glaube, irgendein Verlag. Hier, die Top 5 haben wir aber für Sie, es gibt noch mehr. Also eins ist, läuft bei dir. Zwei ist, gönn dir. Drei ist, Haiwan. Haiwan. Das, also Haiwan spielt auf die positiven oder, also habe ich mir angelesen, nicht, dass ich das wüsste, spielt auf die positiven oder negativen Eigenschaften von Tieren an. Zum Beispiel auf Muskelkraft oder auf die Treue, ja, als Freund oder aber auch Haiwan für jemanden, der triebgesteuert ist, ohne Denkvermögen. Ja? Also es muss nicht immer positiv sein, wenn man von jemandem Haiwan genannt wird. Ja? Platz 4 ist Selfie. Noch nie gehört. Senfautomat ist 5. Für einen Klugscheißer. Das ist ein Synonym für einen Klugscheißer. Senfautomat. So, dann hätten wir das auch. Hier, haben Sie das mitbekommen? Die erste Italienerin ist im All angekommen. Sie hat eine Espressomaschine mitgenommen. Und was braucht man im All für eine Espressomaschine? Na? Raumkapseln. So, da wäre ein Tusch zum Beispiel an der Tagesordnung gewesen. Jetzt ist zu spät. So. Außerdem hat sie noch einen Pizzaofen, einen Fiat Punto mit dabei und 100 Flaschen Grappa. So, das wollte ich Ihnen noch sagen. Das heißt, im Moment sind zwei Frauen gleichzeitig, zwei Frauen sind aktuell gleichzeitig auf der ISS und die sind da, um die Wirkung von Botox in der Schwerelosigkeit zu testen. Und ob im Weltall auch Dose auf Dose klappt.